Hallo und herzlich willkommen zur 34. Folge von Minecraft Dead. Ja, heute bauen wir auf jeden Fall unsere Brücke weiter, also unsere Straße meine ich, sorry. Und ja, was ich machen wollte, das ist unser Plan heute. Erstmal gehen wir pennen, weil ich habe keinen Bock, dass irgendwie gleich jemand explodiert, ne? Ich denke mal, ich werde die Folge heute schon hochladen und morgen uploaden. Oder wenn ich richtig Bock habe, werde ich die schon heute uploaden, heute freischalten. Weil ja gestern keine Folge kam. Wisst ihr, ich meine? Mal gucken, ne? Aber ich würde einfach sagen, wir craften uns erstmal. Hallo? Ja, also die Performance von Minecraft läuft immer extrem geil, auf jeden Fall. Hut, ich meine, Kuss geht raus. Ja, Essen brauchen wir. Essen machen, müssen wir uns im Inventar ein bisschen leeren, weil, ne? Wir haben gerade ein bisschen Müll dabei, den wir gerade nicht brauchen aktuell. Also erstmal nicht brauchen werden. Genau, ich würde sagen, platzieren ein paar Eichenbäume, um die Landschaft ein bisschen anzukurbeln, sag ich mal. Dass wir in der Zukunft ein bisschen mehr Rohstoffe haben. Weil gefühlt, die sind extrem wenig Bäume, deswegen, ja, guck mal, ein bisschen so einen kleinen Wald auf jeden Fall, ne, was ich meine? Genau. Aber wir brauchen Andesit, aber ich habe jetzt keinen Bock, wieder Andesit zu. Ich habe jetzt ja keinen Bock, Andesit. Junge. Andesit Farm zu gehen. Aber ich könnte mal gucken, ob da hinten irgendwas ist. Irgendwas Schönes. Egal ob Kohle oder Eisen oder. Keine Ahnung, ne? Kicken wir mal, ne? Okay, anscheinend eine Art Wasserschlucht. Also eine Wasser. Ne, hier wär's mal. Keine Ahnung, egal. Aber das schaut richtig geil aus, auf jeden Fall so. Vor allem mit monströs. Ja, also, ne? Hat schon was. Glück 1. Okay. Jetzt haben wir erst wieder mit 2 ungefähr. 2 gehabt schon. Und jetzt haben wir. Moment. Ach. Durch Glück 1 haben wir jetzt 20 mehr. Okay. Ist das schon mal. Na, gut. Genau. Achso, und ich habe leider geschrieben, ob wir zocken wollen. Nicht mal gelesen und nicht geantwortet. Also, was ihr Problem ist, ich habe keine Ahnung. Also, ja, schwierig. Aber ich will es auch ungern das Haus von mir abbauen, weil es halt da nur rum alles voll steht und, ne? Aber ich, wenn Safecore kommt so, dann nächstes Tag kommt sie da in die Welt rein und denkt sich so, hä, wo ist denn mein Haus? Also mein Fundament schon mal, ne? Das ist ja erst ein Fundament. Und deswegen, ich bin mal so optimistisch und lasse auch nur stehen, weil ich hoffe, oder denke, dass sie wieder ein paar Tagen wieder online kommt. Hoffentlich, angemerkt, ja. Weil ich habe halt, wie gesagt, keinen Bock irgendwie jetzt das Haus da stehen zu lassen, also das Fundament stehen zu lassen, obwohl da nichts passieren wird. Deswegen, ne? Genau. Hier. Wollen wir mal in so einen Achsenholzbaum hin? Genau. Dann machen wir mal ein paar Skizzen ungefähr, wie man also ein paar so einen kleinen, ach genau, also ne, heben wir schon mal die Straße aus, damit wir wissen ungefähr wohin und wie lang und wie groß. Genau. Ja. Genau. Also morgen ist ja Montag. Ich habe morgen halt meinen Schluss. Aber morgen kann ich noch eine Folge aufnehmen auf jeden Fall. Aber das Ding ist, ich will jetzt nicht irgendwie jetzt im Moment wieder 2 Stunden vor PS4 sitzen, weil in 2 Stunden ist es 10:30, ne? Nee, 11:30 sogar dann schon. Boah. Deswegen, also, mal gucken, weil ich nochmal gleich mit ein paar Freunden GTA spielen wollte. Genau. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir noch nach da gehen sollen oder nach da gehen sollen oder nach da gehen sollen. Ich würde sagen, diese Straße reicht erstmal, würde ich sagen. Ne? Wir können die immer noch erweitern, aber erstmal machen wir so. Ne? Genau. Und ich würde sagen, unser Haus bauen wir jetzt hier hin, weil da die Bäume stehen. Wisst ihr, ich meine? Genau. Machen wir so ein. Schwierig. Ich würde sagen, machen wir so ein normales Standardhaus. Standardhaus halt. Standardhaus. So.
1, 2, hier 4. Das 4, ja. Das 4, nein. Ja, Leute, ich muss auch echt zugeben, die Zeit rennt einfach schon so dermaßen schnell. Seit ungefähr 4 Jahren, nee, seit 3,5 Jahren vergeht für mich die Zeit so schnell. Also ich habe erst vor 3,5 Jahren realisiert, so wie die Zeit halt rennt. Und ich meine, wir haben schon wieder jetzt den 6. März, oder? Ja, den 6. März. Und ich frage, Digga, hä? Silvester war doch gefühlt erst vor 3 Wochen gewesen, so, wisst ihr, meine? Also ist wirklich. Ja. Ich meine, ich beschwere mich nicht, weil dann bin ich schneller 16, also ich habe Mai Geburtstag. Von daher, ne? Aber trotzdem ist es ein bisschen erschreckend, so, ne? Dass die Zeit so extrem rennt, aber kann man auch nicht ändern. Aber es ist vorteilhaft in der Schule, weil der Schultag geht dann auch immer so schnell vorbei. Weil wir auch aktuell immer so halb einen Schluss haben, weil es Lehrermangel gibt, weil sehr viele Lehrer sind im Krankenhaus oder haben Corona und sowas, so eine Art. Deswegen, also das stört mich nicht von daher, ne? Aber ich meine so allgemein, so wenn du irgendwie. Bis Weihnachten ist auch schon wieder. Boah. Warte mal, ungefähr so 13 Wochen, kommt das hin? 13 Wochen schon wieder her. Wo ich mich so frage, 13 Wochen, 13 mal 7, weißt du, wie viel das ist? Das ist wirklich einfach nur etwas erschreckend, sag ich mal. Weil es wirklich echt einfach nur, boah. Da fragt man sich echt, wo ist die Zeit geblieben? Aber, naja. Und ich werde wahrscheinlich das erste Mal Geburtstag einen Gaming-PC kaufen, wenn ich bis dahin noch eine Lösung gefunden habe, wo der hinkommt. Ich dachte ja so, die PS4 kommen dann so jetzt Zimmer vom Bruder hin und da kann er mit zocken und da kann ich auch mal zwischendurch zocken, damit ich mal Zimmer Platz für meinen PC habe. Ja, wisst ihr, meine? Ja. Nur wäre ich mir zwar nicht so klein, würde ich mir einfach noch von dem Geld so einen kleinen Monitor kaufen. Full HD mit 60 oder 90 Hz, keine Ahnung. Genau, oder mit so einem 2K-Monitor, je nachdem. Und ja. Hä? Egal, naja, gut. Bisschen Stein farmen kurz, damit wir das noch alles vorbei können. Bauen können, meine ich. So. Ja, ne? Genau. Ich habe auch überlegt, eigentlich so einen Gaming-Laptop zu holen. Nur halt für einen 7 Euro, sagen wir mal, einen 700 Euro Gaming-Laptop. Da bekommt man die gleiche Leistung für weniger Geld auf einem PC. Also in einem PC. Mein klar, der Laptop ist natürlich mobiler und so. Verständlich. Aber naja, weiß ich nicht so ganz genau, ne? Das weiß ich nicht. Machen wir die Wand aus diesen roten Baustoffen, machen wir den Boden daraus. Ich würde sagen, wir machen die Wände daraus. Ich meine, no risk, no fun, you know, von daher. Und da ist dann so eine Besonderheit, weil es dann das erste Haus ist, was so rot angemalt ist. Wisst ihr, ich meine, von daher, ne? Genau. Genau, dann nehmen wir mal so ein Dun-dun-dun. Ja. Aber wir müssen erstmal hier Dings bauen, den Boden bauen. Dann nehmen wir, glaube ich, Aktienholz, genau, Aktienholz. Damit es auch ein bisschen biomisch aussieht, dass man auch weiß, so, ach so, ja genau. Wir sind hier im Aktienbiom, also in Savannenbiom. Da kann man ja mit Aktienbäumen bauen. Genau. Genau. Ich würde sagen, machen wir jetzt so ein Empfangshaus hin. Also sagen wir, wie heißt es nochmal?
so die Hauptzentrale dieses Gebietes, ne? Und so hinkommen kann, um mit dem Bürgermeister sprechen und, ne, was ich meine, so als Haupt, na, als Hauptsitz, sage ich mal so. Der halt alles da managt und genau. Weil ich meine, in der Welt wird auch ein bisschen mehr Fantasie eingesetzt, ne? Aber ich meine, ich glaube nie, dass auf dem Server irgendwie mal 100 oder 50 Leute spielen werden, die halt diese Szenarien die nachspielen könnten, theoretisch. Aber man muss ja auch ein bisschen kreativ sein, weil ohne Kreativität muss man hier, kann man hier nicht vernünftig spielen. Was ich meine, von daher, genau. So, und es wird schwer dunkel. Mann, oh Mann, ey. Und ich würde sagen, wir bauen direkt eine Fackel, dass uns hier ja, dass uns hier ja nicht spawnt. Sonst ist Polen offen. Genau, gucken wir mal, wie ein Profi. Ich würde sagen so. 1, 2, 3, 4, 5. Genau, und dann muss ich ja für den PC auch theoretisch eine Capture Card haben, dass ich auch die ganzen Sachen aufnehmen könnte und hochladen könnte, ne? Nur, genau, ich kaufe nur so eine HD 60 FPS Capture Card, weil würde ich jetzt theoretisch die Folgen auf HD stellen mit 60 FPS. Da wird eine Folge von 20 Minuten bestimmt 3 Stunden dauern. Das wäre sogar realistisch sogar, glaube ich. Oder sehr optimistisch gedacht, meine ich. Weil wirklich das Internet ist so lahmarschig hier. Und selbst die Folgen hier, wo die Auflösung gar nicht mal so gut ist, brauchen die schon mehr so ungefähr 50, 60 Minuten für 18 Minuten. Also so war es auf jeden Fall heute gewesen. Und deswegen ist eine HD-Capture-Card vollkommen okay. Ich meine, weil ich irgendwann hier mal ein Glaswasser habe, was sehr, naja, ne? Dann könnte ich natürlich auf HD umsteigen. Aber weil kein Glaswasser ist, schwierig. Ey Mensch, ich will nur abbauen, du Arschloch. Bis will ich mal. Meine Herren, da. Kann man noch nicht mal hier in Ruhe seine Sachen bauen? Und ich glaube, wir müssen ein bisschen ausleuchten, hier, sonst bauen sie noch viel mehr. Und das wollen wir ja nicht. Also ich will das nicht. Weil, ne? Sonst wird man beim Farmen belästigt von irgendwelchen Spackos, die sich denken, geil. So, guck mal, easy clap. Und wir können jetzt gleich unser Schwert auf Effizienz. Nee, auf Schärfe 4 machen. Das heißt, wir teilen den ordentlich Damage aus. Oh yeah, Mr. Krabs. Ist noch einer? Nee, gut. Dann können wir jetzt mal schlafen gehen schon mal. Bam. Bada boom, bada bam. Ihr Pussy smells like ham. Genau, also. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch kurz die Wände. Die Wände, genau. Und dann ist die Folge vorbei, weil sie darf auch nicht so lange sein, weil bedenken müsst, dass wirklich das Internet wirklich hier extrem beschissen ist. Ich meine, würde ich jetzt eine Folge machen mit 40 Minuten, dann würde ich die niemals am Tag hochladen. Dann würde ich immer warten, bis es nachts ist und ich die PS4 anlassen kann und über Nacht hochladen kann, weil bei 40 Minuten sind es, glaube ich, so circa 2,5 Gigabyte Material. Und das dauert richtig lange, glaubt mir, Leute. Das dauert richtig lange und das will ich mir nicht antun, weil wenn du irgendwie in der PS4 irgendwie Minecraft aufnimmst normal, also eine Folge aufnimmst, dauert der Upload noch länger, obwohl du ja eigentlich offline zockst. Du wisst, ich meine. Also wirklich sehr kompliziert und irgendwie tut mein Herz weh, vom ganzen Reden. Deswegen
trifft er sich da gut gleich Ende zu machen. Genau. Machen wir hier zu, würde ich sagen. Machen wir hier wieder auf. Genau. Und irgendwann, glaube ich, erkunde ich nochmal die ganze Map, weil dieser Strich mal total scheiße aussieht. Also die Map gefühlt erst zu 30, 35% erkundet worden ist. Aber dieser lange Weg, dieser Karte, dieser lange blaue Weg, also auf dem Ozean. Ich bin da bestimmt 2 oder 3 Minuten einfach nur geradeaus gefahren. Ich meine, geschwommen, also mit dem Boot halt geschwommen. Alter, das war so anstrengend und wirklich nervig. Alter, das war wirklich... Aber gut, Leute, das war's mit der Folge von Minecraft Dead Staffel 4. Lasst gerne ein Like da, habt auch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ciao.